Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Herz- und Verstand-Box von Kerbholz. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Herz und Verstand von Kerbholz, das Ganze aus dem Jahr 2019. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das 8. Album von Kerbholz. Wir haben hier eine schwarze Box in einem regulären Format, also so eine ganz standardmäßige Klappbox. Wir lesen hier oben einmal Kerbholz Herz und Verstand Special Edition Box. Dann haben wir hier das Artwork, das Logo zum Album. Also hier kämpfen scheinbar ein Hahn, wenn ich das richtig sehe, mit einer Schlange. Darum haben wir dann noch so grüne Ornamente. Sieht so ein bisschen nach Blättern aus. Und in diesen Blättern auch noch das Logo von Kerbholz. Also hier diese beiden gekreuzten Äxte. So, ansonsten hier in schwarz. Rechts lesen wir auch nochmal Kerbholz Herz und Verstand Special Edition Box. Auf der linken Seite genauso. Und auf der Rückseite haben wir nochmal die beiden gekreuzten Äxte. Dann haben wir die Tracklist. Wir haben hier 14 Tracks mit dabei. Und dann lesen wir hier noch den Boxinhalt. Wir haben hier mit dabei eine CD im Digipack, Sonnenbrille, Schlauchtuch und zwei Vinylcoasters. Beteiligten und Barcode. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Wie gesagt, die Box lässt sich hier aufklappen. Der Deckel ist nicht abnehmbar. Als erstes haben wir einmal diesen Schlauchschal, dieses Halstuch. Dann haben wir etwas, was ich so, glaube ich, noch nie wirklich in Boxen gesehen habe. Und zwar haben wir hier so zwei Vinylcoasters. Die Sonnenbrille und natürlich das Album an sich. So, ansonsten hier alles in schwarz. Hier ist nichts weiter drin. Dann packen wir die Box mal zur Seite. Und nachdem hier zwei Sachen noch in Folie sind, holen wir uns die mal raus. So, als erstes die Sonnenbrille. Das dürfte kein Problem sein. Jedoch ist das hier irgendwie festgebunden. Okay. Ja, egal. Ich habe da jetzt keine Geduld, das irgendwie aufzufädeln. Deswegen würde ich sagen, schneiden wir das hier einfach mal durch. Und als zweiten eingeschweißten Inhalt haben wir dann hier auch noch das Album. So, auch hier einfach mal in die Folie einschneiden und dann können wir das hier ablösen. So, also los geht's. Das ist das Album Herz und Verstand, kommt hier in einem schwarzen Digipack. Die Vorderseite ist hier wieder mit dem Logo, das wir von der Box kennen, allerdings hier in so einer Hochglanzoptik und das Ganze ist hier auch so etwas, ja, erhaben, also man kann es hier wirklich spüren. Oben Kerbholz Herz und Verstand zu sehen, auf der Seite ebenso und auf der Rückseite haben wir die Tracklist, wie gesagt 14 Stück an der Zahl. Achtung, lebensbejahende Beatmusik, okay, also so ein individueller Verbraucherhinweis quasi. Dann links wieder die Labels und rechts der Barcode. Dann schauen wir mal rein. So, scheinbar haben wir hier, ah doch, ich wollte jetzt sagen, kein Booklet, dafür die Credits hier, okay. Also wir haben hier links einmal die Credits zum Album. Das sind die Beteiligten. Aber wir haben trotzdem noch ein Booklet. Ich dachte jetzt, dass eventuell das Booklet nicht vorhanden ist. Aber es ist Gott sei Dank eins dabei. Jawohl, hier haben wir nämlich die Lyrics mit drin. Bedeutet, jeder Text ist hier abgedruckt, Wort für Wort. Wunderbar. Dann kann man das hier mitlesen. Oder auch nachlesen, wie auch immer. Also das Booklet hier wirklich komplett mit den Lyrics gefüllt. Dahinter nochmal das Logo hier. Dann packen wir das Booklet hier wieder in die Stecktasche. Und die Credits, die eben hier links auf der Innenseite dieses Digipacks Platz finden. So, in der Mitte haben wir die CD. Die sieht so aus. Also auch hier wieder dieses schöne Blumenartwerk, diese Blätter. Und auf der Rückseite kommt wieder Kerbholz Herz und Verstand zum Vorschein. So,
hier dann auch nochmal die Band zu sehen, die vier Herrschaften. Also Torben, Adrian, Stefan und Henning hier schwarz und weiß zu sehen. Dann kommen wir zum nächsten Inhalt. Und zwar haben wir hier ein Halstuch, das hier scheinbar auch noch mit so einer Banderole, nein, es ist wie so ein Festivalbändchen, also wirklich so ein Bändchen, das man normalerweise ums Handgelenk macht, wurde hier dran gemacht. Kerbholz lesen wir hier, okay. Ja, würde ich auch sagen, reißen wir einfach mal ab, damit wir den Schlauchschal hier entsprechend sehen können. So, also wir haben hier einen Schlauchschal, so ein Halstuch, bedeutet das Ganze ist schwarz. Dann rundum hier mit diesem grauen Kerbholz-Logo mit dem Wappen bedruckt. Innen ist das Ganze glatt schwarz. Und ich habe jetzt hier leider keine Info zu diesem Produkt finden können. Also kein Material oder Herstellung, das ist ja nicht dabei, kein Zettelchen. Ja, also die kann man dann einfach so über den Kopf ziehen und dann eben um den Hals entsprechend zu schützen, zum Motorradfahren, zum Skifahren, was auch immer. Oder man zieht das Ganze entsprechend höher und kann damit dann auch noch Mund und Nase bedecken, je nachdem wie man möchte. Dann haben wir eine Sonnenbrille, die kommt hier in schwarz. So sieht die aus, ganz klassisch. Hier dann an den Seiten noch diese kleinen silbernen Elemente. Dann am Bügel einmal das Logo von Kerbholz, auf der anderen Seite auch nochmal das Logo, also die gekreuzten Echse hier nochmal zu sehen. Und nachdem wir ja hier einen Zettel dabei hatten, schauen wir gleich noch, womit wir es hier zu tun haben. So, was lesen wir hier? BF Konzept International BV aus Niederlanden, Klasse 3. Also das ist, glaube ich, so der Sonnenschutz, der UV-Schutz. Und dann haben wir hier auf diversen Sprachen, das ist leider sehr klein gedruckt, German, so, was lesen wir hier? Ja, das finde ich auch spannend, denn wenn wir hier lesen, hier haben wir Dutch, also das ist meines Wissens Holländisch, und rechts German, und die sind aber genau vertauscht. Also bei der rechten Seite German steht das Ganze hier auf Holländisch. Und auf der linken Seite bei Dutch steht das Ganze auf Deutsch. So, was lesen wir hier? Kategorie 3, Sonnenbrille für den normalen Gebrauch, guter Schutz gegen grelles Sonnenlicht. Ja, also, das nehmen wir hiermit zur Kenntnis. Und als letzten Boxinhalt, also letzte zwei Boxinhalte, haben wir hier dann noch zwei Vinylcoaster. Die kommen hier in schwarz. Einmal hier mit dem Kerbholz-Logo, also hier wieder das Wappen mit den beiden gekreuzten Äxten. Und auf der anderen Seite, auf dem anderen Coaster, haben wir wieder das Logo, das Artwork zum Album Herz und Verstand, also hier der Hahn mit der Schlange am Kämpfen. Auf der Innenseite, auf der Rückseite sind die glatt in schwarz. Hier oben so entsprechend die Rillen, also so geriffelt quasi. Und das kann man dann einfach verwenden, um damit entsprechend Vinyls anzugreifen, beziehungsweise abzudecken, wie auch immer. Also da hat man dann entsprechend etwas, um die Vinyls besser zu bewegen oder abzudecken. Ja, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigten Vinylcoasters, zwei Stück an der Zahl. Dann haben wir die Sonnenbrille, die kommt hier ebenfalls in schwarz. Dann das Halstuch, dieser Schlauchschal, komplett mit dem Kerbholz-Logo gebrandet. Und natürlich das Album an sich, Herz und Verstand, im Digipack mit insgesamt 14 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Herz und Verstand von Kerbholz. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare, und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kerbholz unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung.
Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.